schon 15 Jahre dauernden Militärregimes entschieden. Unser Südamerika-Korrespondent Rolf Pflücke berichtet. Vor der Kathedrale von Santiago protestieren Journalisten. Sie fordern Pressefreiheit von der Regierung. Juan Pablo Cárdenas ist Chefredakteur des Wochenblatts Análisis. Er steht wie viele seiner Kollegen auf der schwarzen Liste der Geheimpolizei. Pressefreiheit, so rufen sie. Schluss mit der Bevormundung des Volkes. Doch Kritik am Regime gilt als subversiv. Wer nicht sein Maul hält, wird ins Gefängnis gesteckt. Die Redakteure von Análisis werden wie freiwillig gehetzt. 15 Prozesse sind gegen Juan Pablo Cárdenas und seine Redakteure vor Gericht anhängig. Dutzende Male wurden sie schon verhaftet und beschuldigt, mit ihren Artikeln gegen die Staatssicherheit verstoßen zu haben. Chefredakteur Cárdenas muss deshalb seit 16 Monaten jeden Abend ins Gefängnis. Morgens um 6 ist die Nachthaft zu Ende. 541 Nächte Haft. In Chile ist das üblich. Der Häftling soll tagsüber arbeiten, seine Familie ernähren. Im Morgengrauen liegt eine eisige Kälte über Santiago. Nahe dem Großmarkt wärmen sich Arbeitslose an einem Feuer. 13 Jahre lang gehörte die Nacht allein Pinochets Polizei. Nach dem Putsch 1973 hatten die Militärs den Ausnahmezustand und die nächtliche Sperrstunde verhängt, angeblich aus Sicherheitsgründen. Doch in diesen gottverlassenen Nächten holte die Geheimpolizei nach Belieben Regimegegner aus den Betten, so wie sie es heute noch manchmal tut. Zwei Stunden nach seiner morgendlichen Haftentlassung ist Cárdenas auf dem Weg ins Büro. Vor 2 Jahren kaufte der Verlag diese alte Villa in der Straße Manuel Montt. 1977 hatte Cárdenas sein Wochenblatt gegründet mit Unterstützung der katholischen Kirche. Análisis wurde mehrmals verboten, doch nach Protesten im In- und Ausland stets wieder zugelassen. General Pinochet sucht den Schein der Pressefreiheit in Chile zu wahren. Er fürchtet den internationalen Druck. So ist das Blatt zum wichtigsten Sprachrohr der chilenischen Opposition geworden. Die 50 Mitarbeiter schätzen ihren Chef als mutigen Mann, dem die Wahrheit über alles geht. Wie er waren viele gegen die Regierung Allende, weil sie Chile Anfang der 70er Jahre in den Klassenkampf führte. An diesem Morgen ist Redaktionskonferenz, werden die Themen der Woche verteilt. Im neuen Heft wollen sie wieder ein heißes Eisen anpacken, Titel »Wie die Geheimpolizei foltert«. Ivan Padilla saß gerade 3 Wochen in Untersuchungshaft. Sein Vergehen, ein Artikel über Waffenkäufe der Militärs. Marcia Scandalbury, politische Kommentatorin, hat 6 Jahre in Pinochets Kerkern verbracht und wurde von der Geheimpolizei schwer gefoltert. Fernando Paulsen, der stellvertretende Chefredakteur, war 1986 ebenfalls längere Zeit eingesperrt, weil er der Polizei in einer Reportage 3 Morde nachwies. Monica González hat 4 Prozesse anhängen, allesamt wegen Kritik an den Militärs. Jeder dieser Prozesse wird von Militärgerichten verhandelt. Wird Monica González verurteilt, so drohen ihr 3 Jahre Haft. Der Preis der Wahrheit ist hoch. José Carrasco, dessen Foto an der Wand hängt, hat mit seinem Leben dafür bezahlt.
Preis der Wahrheit, Fall 1. An der Pazifikküste bei Concepción ankert ein Drittel der chilenischen Fischereiflotte. Über 100 Trawler, die für die umliegenden Fischmehlfabriken unterwegs sind. Chiles Regierung ist stolz auf ihre Wirtschaft, auf die niedrige Inflation, das hohe Wachstum, die steigenden Exporte. Doch das Regime verschweigt die dramatischen sozialen Folgen der Wirtschaftspolitik. Die viertgrößte Fischereination der Erde treibt Raubbau an Mensch und Natur. Während die Fischmehlfabriken riesige Gewinne machen, sind die Arbeiter oft 18 Stunden täglich im Einsatz und verdienen dabei kaum 400 Mark im Monat. Da die Gewerkschaften weder Tarifautonomie noch ein Streikrecht haben, sind die Arbeiter schutzlos. Nelson Sosa, Wirtschaftsredakteur von Analysis, will in seiner Reportage die Folgen dieser Politik aufzeigen. In San Vicente verpesten die Fischmehlfabriken die Luft. Die meisten Arbeiter sind krank, haben Magengeschwüre, Rheuma, Depressionen. Dieses kleine Boot ist am Morgen ohne Fang zurückgekehrt. Das Meer war zu stürmisch. Die traditionelle Fischerei kommt gegen die großen Trawler nicht an. Bei seinem Versuch, mit den Arbeitern einer Fabrik zu sprechen, wird Nelson Sosa schon am Tor abgewiesen. Reporter der Oppositionsblätter sind unerwünscht. So sucht sich Nelson seine Informationen dort, wo er sie bekommt, bei den Arbeitern und Arbeitslosen. Deren Los wird von den Regimeblättern schamhaft verschwiegen. Die offizielle Wendung Chile, Wirtschaftswunderland Südamerikas, erweist sich beim näheren Hinsehen als Propaganda. Den meisten Chilenen geht es heute, so zeigt eine Statistik der UNO, schlechter als vor 20 Jahren. Der kritische Journalismus wird in Chile seit 15 Jahren systematisch behindert. Der Zugang zur Information ist uns verwehrt. Die Regierung behandelt uns wie Feinde, den Unternehmern sind wir lästig, sie verschließen uns das Tor. Die Chilenen haben ein falsches Bild von ihrem Land, vermittelt durch das Staatsfernsehen und die regimetreue Presse. Da wird die Lüge zur Methode. Und das würde auch Pinochets Sieg beim Plebiszit erklären, sollte er denn gewinnen. Wir kümmern uns ganz besonders um die Kehrseite des angeblichen Wirtschaftsbooms, nämlich um die Menschen, die nichts davon haben und denen es von Jahr zu Jahr schlechter geht. Ein Beispiel, die Kohlenfischer von Concepción, die meisten von ihnen Arbeitslose. Sie holen die Abfälle der Kohlenschiffe aus dem Meer. 150 Pesos, umgerechnet eine Mark verdiene er am Tag, sagt der 21-jährige Raimundo dem Reporter. Auch der 11-jährige Henry muss mit anpacken. Zu Hause warten sie auf die 100 Pesos, damit sie einen Laib Brot kaufen können. Man schätzt, dass heute rund 50% der Chilenen weniger als 200 Mark im Monat verdienen. Wir gehen abends früh schlafen, sagt Daniel Pinto, um den Hunger zu vergessen. Auch er ist arbeitslos. Der Preis der Wahrheit. Nelson Sosa arbeitete, bevor er zu Analysis kam, bei einer Regierungszeitung. Wegen eines kritischen Artikels ließ ihn der Wirtschaftsminister feuern. Seit Jahren werden die Telefone der Redaktion vom Geheimdienst abgehört. Da heißt es, vorsichtig sein. Auch gegen Patricia Collier läuft schon ein Prozess, weil sie kritische Aussagen eines Christdemokraten abdruckte. Was macht ihr, so die Frage, wenn Pinochet das Plebiszit gewinnt? Wenn er es wirklich ohne Wahlfälschung gewinnt, sind wir erledigt. Dann ist seine Macht grenzenlos. Dann kann er mit der Presse machen, was er will. Das Votum gibt ihm ja die Legitimation dafür. Pinochet hat sich darauf eingestellt, bis zum Lebensende an der Macht zu bleiben. Für ihn gibt es keine andere Wahl, als seine Diktatur zu verewigen, auch unter dem Mäntelchen der Scheindemokratie. Gewinnt er, so bekommt er eine Vollmacht für seine Willkür. Der Preis der Wahrheit. Fall 2. Der Mord an José Carrasco. Er saß bis vor 2 Jahren am Platz von Patricia Collier.
Im September 1986 wurde er eines Nachts von einem Kommando aus dem Bett geholt und entführt. Auch den Hausmeister nahmen sie mit. Diese Fotos entstanden bei der Rekonstruktion des Verbrechens. Die Mörder verbanden den Männern die Augen. Den Pförtner stießen sie nach kurzer Fahrt hinaus. Den Reporter von Analysis aber schleppten sie bis zu dieser Stelle an einer Friedhofsmauer. Eine Frau fand ihn dort am Morgen. Er lag mit dem Gesicht nach unten und hatte 13 Schüsse im Kopf. Sie hatten ihm wohl befohlen, sich zu schützen, denn er zog in seiner Todesangst Hemd und Pullover über den Kopf. Er war entsetzlich zugerichtet. Später kam die Mordkommission der Polizei und sammelte die Kugeln ein. An der Mauer hingen Reste von Schädel, Gehirn und Zähnen. Ich schickte meinen 11-jährigen Sohn nach Hause, Schaufel und Besen zu holen. Dann streute ich Sand über die Blutlache, denn es streunen ja hier so viele Hunde herum. José Carrasco hätte fliehen können, als sie kamen. Doch er blieb, um seine Frau und die Kinder zu schützen. Chefredakteur Cardenas ist fast unfähig, ein Wort zu sagen. So weit geht die Feigheit von Pinochets Mordkommandos. Sie nutzen die nächtliche Ausgangssperre, um wehrlose Menschen zu entführen und hinzurichten. Neben José Carrasco wurden an jenem Septembermorgen noch drei weitere Oppositionelle ermordet. Racheopfer für das Attentat auf General Pinochet, bei dem zwei Tage zuvor 5 Leibwächter des Staatschefs umkamen. Der Bruder des ermordeten Journalisten, Raúl Carrasco. Ich fordere Gerechtigkeit. Die Welt muss doch sehen, was hier geschieht. Der Mord darf nicht ungesühnt bleiben. Die Antwort des Regimes, Wasserwerfer. Und Polizeiknüppel gegen die Presse. Die Witwe hält in der Hand eine Zitrone gegen das Tränengas. Seitdem sind 2 Jahre vergangen. An der Friedhofsmauer der Mordstelle sammeln sich Freunde des Toten zu seinem Gedenken. Maria Eugenia Camus, Redakteurin von Analysis, der greise Vater Carrasco, die Mutter. Wir sind hier, Pepe, um dir zu sagen, dass wir dich niemals vergessen werden, so der Vorsitzende des Journalistenverbandes Moreno Laval. Jetzt, da die ganze Weltpresse wieder auf Chile blickt, erinnern wir an das feige und noch immer unaufgeklärte Verbrechen. Und wir geloben hier, wie du, für die Sache der Wahrheit zu streiten. Für uns und für alle freien Journalisten der Welt gibt es kein höheres Gut als die unbegrenzte Freiheit des Wortes. Unter den Trauernden ist auch die Journalistin Gladys Diaz. Sie ist tags zuvor aus dem 15-jährigen politischen Exil zurückgekehrt. Eine der letzten 430 Exilierten, die General Pinochet jetzt ins Land zurückließ. Sie sind alle tief betroffen. Denn sie wissen, jeder von ihnen kann der Nächste sein. Die Redakteurin Maria Eugenia Camus, der Reporter Ivan Padilla, der Fotograf Miguel Carrasco. Maria Eugenia Camus hat, da die Justiz nichts unternahm, die Spuren der Mörder verfolgt. Am selben Morgen holte das Mordkommando neben Pepe Carrasco noch 3 weitere Opfer aus den Betten. Die Witwe des einen, Abra Muscablit, merkte sich das Gesicht eines der Schergen.
Sie verließ später Chile, um sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Im Ausland sah sie eines Tages in einer chilenischen Zeitschrift dieses Gesicht wieder, das Foto des Polizeihauptmanns Muñoz Gamboa. Derselbe Polizist war schon Jahre zuvor in einen dreifachen Mordfall verwickelt. Es können nur Polizisten gewesen sein, denn schon wie damals handelte das Mordkommando im Schutz der nächtlichen Ausgangssperre. Und es fuhr ungehindert an einem Militärposten vorbei. Dort aber ist die Straße bei Nacht durch spanische Reiter gesperrt. Und schließlich liegt die Mordstelle neben einer Polizeiwache. Zwei Stunden Fahrt von Santiago de Chile, inmitten der Felder ein abgelegenes Haus. Als die Drohungen und anonymen Anrufe in der Stadt zunahmen, mietete Chefredakteur Cárdenas für seine Familie dieses Refugium. Seine Kinder gehen im nahen Dorf zur Schule. Der 12-jährige Álvaro, der kleine Francisco, die 14-jährigen Zwillinge Juan Pablo und Cristóbal. Der 37-jährige Cárdenas wollte ursprünglich Musiker werden. Doch an der Katholischen Universität von Santiago machten sie ihn zum Chefredakteur der Studentenzeitung. 1973 beim Militärputsch war er gerade 22 und mit seiner Kommilitonin Patricia verheiratet. Sie hatten eine Tochter und die Mutter war wieder schwanger. 1974 zog Cárdenas mit seiner Familie nach Antofagasta im Norden, wo er eine Professur an der Journalistenschule fand. Doch da er vielen politisch Verfolgten half, wurde er ein Jahr später entlassen. 1977 gründeten er und eine Gruppe christlicher Humanisten die Zeitschrift Analysis. Seitdem wird Cárdenas vom Regime verfolgt. Kurz bevor diese Bilder gedreht wurden, hatte ein Kommando versucht, die 16-jährige Tochter zu entführen. Journalist sein, der Wahrheit dienen, ist im Lande Pinochets ein lebensgefährlicher Job. Niemand zeigt mehr Zivilcourage als die Redakteure der chilenischen Oppositionsblätter. An diesem Morgen ziehen sie vor die Moneda, den Regierungspalast, um gegen die ständigen Bedrohungen zu protestieren. Schluss mit den Journalistenprozessen, Schluss mit den Strafanzeigen, Schluss mit dem Gefängnis, der Nachthaft. So fordert Monika González von Analysis. Das chilenische Volk kann nur in Frieden leben, wenn es sich frei informieren und verständigen darf. Die Journalisten demonstrieren nicht lange. Monika González entgeht mit knapper Not der Verhaftung. Widerstand gegen die Staatsgewalt wird vom Militärgericht hart bestraft. Im vergangenen Jahr war ich ein paar Wochen lang eingesperrt. Im Gefängnis lernte ich eine 19-Jährige kennen, Patricia Peña, die sie während ihrer Haft gefoltert und vergewaltigt hatten. Sie wurde schwanger. Bei der Entbindung in der Zelle verlor sie das Kind. Sie bat ihren Folterer um Wasser. Er verweigerte es ihr. Dieses Mädchen wird nie mehr Kinder kriegen. Sie starb fast bei der Niederkunft. Das Interview endet damit, dass sie mir sagt, Monika, ich habe Angst, entlassen zu werden. Sie war zerstört. Wegen dieses Interviews machen sie mir auch den Prozess. Doch bis heute ist kein einziger Folterknecht eingesperrt worden. Diese Mörder gehen ungestört durch die Straßen von Santiago, führen ihre Familien, ihre Kinder aus. Ist das nicht unglaublich? Leon Gomez, der Archivar des Blattes. Er hat gerade ein Buch geschrieben, das bisher umfangreichste Dossier über die Morde, Entführungen und Foltern des Pinochet-Regimes. In seinem Bildarchiv findet sich auch die Geschichte des Blattes selbst dokumentiert. Fotos von Protesten, Festnahmen aus der Haft. Pamela Giles, die jüngste Redakteurin, muss seit kurzem ebenfalls um ihr Leben fürchten. Im März begannen die anonymen Drohungen. Zuerst kam ein Brief an die Redaktion, gerichtet an Chefredakteur Cárdenas. Darin drohen sie, mich zu ermorden. Zur selben Zeit wurde meine Kollegin Alicia Oliva, die hier nebenan arbeitet, ebenfalls mit dem Tod bedroht.
Sie ließen ihr durch einen Mann, der einen Tag lang schwer gefoltert worden war, ausrichten, dass sie die Nächste sei. Wer hatte den Brief unterzeichnet? Ein anonymes Mordkommando, das sich Liga zur Säuberung der Presse und Literatur nennt. Und wer steckt wirklich dahinter? Das sind dieselben Leute, die in Chile schon immer diese Schmutzarbeit machen. Pinochets Geheimpolizei. Lohnt die Herausgabe eines 20.000 Mal verkauften Blattes, das nicht einmal 100.000 Menschen lesen, so viele Risiken, so viele Opfer? Als wir Cardenas diese Frage stellen, sagt er nur: Würde das Pinochet-Regime uns sonst so gnadenlos verfolgen? Als das Blatt vorübergehend verboten war, erlahmte die ganze Opposition. Analysis erreicht zwar nicht die breite Masse, wohl aber die politisch einflussreichen Leute, und darauf kommt es an. An diesem Nachmittag bekommt der Chefredakteur eine neue Hiobsbotschaft. Ein Notruf seiner Familie. Ihr Haus auf dem Land ist abgebrannt. Die Sekretärin hat am Telefon nur die Hälfte verstanden. Cárdenas bleibt keine andere Wahl, als alles stehen und liegen zu lassen und sich eilig ins Auto zu setzen. Die Kinder gingen an diesem Morgen wie immer zur Schule. Als Patricia heimkam, stand das Haus in Flammen. Fast der ganze Hausrat ist verbrannt. Die Familie konnte nur das Wertvollste retten. Später erfährt Cárdenas, dass in derselben Zeit noch zwei andere Häuser von Oppositionellen niederbrannten. Da er aber den Fehler beging, die Trümmer wegzuräumen, bevor die Versicherung kam, wird ihm niemand den Schaden ersetzen. Der Preis der Wahrheit. In Santiago demonstrieren an diesem Nachmittag Hunderte von Menschenrechtlern gegen die Lügen in der offiziellen Presse. Sie nennen sich Komitee Sebastian Acevedo, nach einem Chilenen, der sich, als sein Sohn gefoltert wurde, mit Benzin übergoss und verbrannte. Das Klima ist gereizt, die Auslandspresse wird beschimpft. In den Tagen vor dem Plebiszit setzt die Polizei Wasserwerfer und Tränengas auch gegen Journalisten und Fotografen ein. Der Presseausweis nützt nicht viel. Dabei galt Chile stets als das freiheitlichste Land Südamerikas. Seit 1833 gab es hier keine Pressezensur mehr, bis zum Putsch 1973. Nach 15 Jahren Diktatur ist das Land politisch zerrissener denn je. Der Grund: Das Regime ist entschlossen, an der Macht zu bleiben, koste es, was es wolle. Auf den Stufen der Nationalbibliothek im Zentrum von Santiago singen die Menschenrechtler ihr Lied. Ich schreibe die Namen der Gefolterten und Ermordeten an die Mauer meiner Stadt. Die Namen ihrer Folterer und Mörder. Und dann klagen sie die Regimepresse und das Staatsfernsehen an. In Chile wird gefoltert und das Fernsehen verschweigt es. In Chile wird gemordet, Kanal 7 aber verschweigt es. In der Welt gibt es zwei Bilder von diesem Land, zwei Versionen. Die der Linken und die der Rechten. Doch dürfen die Menschenrechte eine Frage des politischen Standorts sein?
Wer wie diese Demonstranten, unter ihnen Priester und Nonnen, das Ende der Repression verlangt, wird selbst deren Opfer. Am Tag, an dem Pinochets Polizei diese Menschenrechtler mit Wasser und Tränengas verjagt, viele einsperrt, unterschreibt der Staatschef die UNO-Konvention gegen Folter und Staatswillkür. Die regimetreue Presse wird wie üblich nichts von diesen Vorgängen berichten, um den Schein der Ruhe im Land zu wahren. Herrscht denn, während durch Santiago Tränengasschwaden ziehen, nicht im übrigen Land Ruhe und Frieden? Sucht die Auslandspresse etwa nur die Krawalle, die Sensationen? Ich oder das Chaos, so lautet die Formel Pinochets. Sie ist falsch, denn Chile wird, solange er regiert, nicht zur Ruhe kommen, weil mit ihm keine Freiheit denkbar ist. Das sind die tapferen Soldaten Chiles. Das ist das wahre Gesicht der Diktatur Pinochets. So reagiert der Staat auf unsere Menschenrechtsrufe, auf unsere Forderung nach Freiheit, nach dem Ende von Folter und Willkür. Wie soll in diesem Land eine Demokratie möglich sein, solange es dieses Regime gibt? Pinochet hat nach 1973 30.000 Chilenen ermorden lassen. 2.500 gelten noch immer als verschollen. Und dieser Mann will uns nun die Demokratie bringen? Ich bitte Sie. Muss denn der Journalist in einer Diktatur wie dieser den Untersuchungsrichter spielen? Ich bin sicher. Denn ich will mit dafür sorgen, dass kein Chilene später sagen kann, das habe ich nicht gewusst. In Deutschland gibt es noch heute Menschen, die sich so herausreden, wir haben von all dem nichts gewusst und die zu Komplizen der Diktatur wurden. Die Menschenrechte stehen doch über allen anderen Dingen. Kein Chilene soll sich, wenn hier wieder demokratische Zustände herrschen, herausreden können. Jeder hat seine Verantwortung in diesem Land. Und es ist bei Gott keine geringe Verantwortung. Denn hier geht es um das Leben von vielen Menschen. Deshalb mache ich diese Arbeit. Der Preis der Wahrheit. Fall 3. Das andere Chile. 1500 Kilometer südlich von Santiago. Maullín, gleichsam am Ende der Welt. Die Bewohner dieser Schären sind unterwegs, um Staatschef Pinochet zu sehen. In die abgelegene Inselwelt vor der Pazifikküste bricht an diesem Tag die Wahlkampfkarawane des Staatschefs ein. Hubschrauber, Polizeiboote, Scharfschützen. Diese Chilenen wissen nicht, was im fernen Santiago vor sich geht. Sie kennen ihr Land nur so, wie es das Staatsfernsehen zeigt. Der Bürgermeister ihres Orts, der Polizeichef und der Schuldirektor sind Männer des Regimes. Die Diktatur kontrolliert selbst die letzten Winkel des Landes. Pinochet ist allgegenwärtig. In Chile, so sagte der Staatschef einmal, bewegt sich kein Blatt ohne mein Wissen. Und er fügte hinzu, ich wollte dieses Amt nicht, die göttliche Vorsehung hat es mir aufgezwungen. Alles dreht sich um ihn. Er liebt den Pomp und die Militärmusik. Und er liebt Einweihungsfeiern. Wenn nichts Besseres zur Stelle ist, weiht er auch wie hier einen Wasserhahn ein. Da er nicht mehr ohne Macht leben kann, will Pinochet die Chilenen davon überzeugen, dass sie nicht mehr ohne ihn leben können. Für den Minister gibt es an diesem Tag nicht mal ein Wasserglas.
Das ist das wahre Drama dieses Landes, dass der 73-jährige Diktator machtversessen ist. Dass er, wie es der Kardinal von Santiago einmal sagte, nie auf die Macht verzichten wird, weil er nicht weiß, wo er hingehen soll. Auch diese Bilder von Pinochets Wahlkampf im Landesinneren werden am Abend vom Staatsfernsehen gesendet. Der Staatschef als gütiger Großvater, dem das Glück seiner chilenischen Familie am Herzen liegt. Und dieser Mann soll foltern und morden lassen? Die meisten Chilenen wollen das nicht glauben. Der Preis der Wahrheit. Im Fotolabor der Zeitschrift Analysis ist man wieder einmal ratlos. Den Mitarbeitern des Blattes verweigert die Regierung seit Jahren die Akkreditierung. Keiner der Fotografen hat es bisher geschafft, von General Pinochet ordentliche Bilder zu machen. Die chilenische Wirtschaft, Industrie und Handel weigern sich, in Analysis zu werben. Nicht wegen der niedrigen Auflage, sondern weil das Regime es nicht gerne sieht. Die meisten Firmen unterstützen ja Pinochet. So muss die Cheffotografin Marcela Briones oft Bittgänge zur Konkurrenz machen und Fotos kaufen. An diesem Abend ist Chefredakteur Cárdenas auf dem Weg zum Gefängnis. 60 Nächte muss er noch verbüßen. Die Hoffnung auf einen Gnadenerlass Pinochets hat sich nicht erfüllt. Vor dem Gefängnis verabschiedet sich Cárdenas von seinen Freunden. Diese Bilder werden tags darauf in der ganzen Welt zu sehen sein. Denn was uns Cárdenas in die Kamera sagt, wird plötzlich belanglos. Während wir noch mit ihm sprechen, hält hinter ihm ein Wagen der Geheimpolizei. Ihren Ausweis bitte. Kommen Sie sofort mit. Cárdenas ist verwirrt. Was soll das? Sie packen ihn ohne weitere Erklärungen und zerren ihn in den Wagen. So ist das in Chile nach 1973 Tausenden von Menschen ergangen. Sie wurden bei Nacht und Nebel entführt. Ein zweiter Wagen, offenbar Polizisten in Zivil, setzt sich ebenfalls ab. Hilferufe am Gefängnistor und bei der nahegelegenen Kriminalpolizei bleiben ohne Antwort. Die Türen sind verschlossen. Die Wache freilich hat ungehindert Zutritt. Niemand hier will von der Sache was wissen. Doch das Videoband dient als dramatischer Beweis. Am Morgen rufen die Kollegen von Cárdenas eilig zu einer Pressekonferenz. Die wenigen Journalisten, die so früh unterwegs sind, trauen ihren Augen nicht. Chefredakteur Cárdenas vor den Kameras des Fernsehens entführt. Ein Reporter des christdemokratischen Radiosenders Cooperativa hat noch in der Nacht Alarm geschlagen. Der stellvertretende Chefredakteur Fernando Paulsen: Das war nicht die klassische Festnahme, wie sie die Polizei beim Durchsuchen unserer Redaktion bisweilen praktiziert. Da kommen Autos mit richtigen Nummernschildern. Nein, Cárdenas wurde von einem dieser Kommandos in Zivil gestellt. Die Kriminalpolizei, die wir heute Morgen anriefen, weiß von nichts. Und diese Kerle haben sich nicht ausgewiesen. Es ist eine Entführung. Anders kann man das juristisch und journalistisch nicht nennen.
la detención son civiles no identificados hasta este momento es un secuestro. El término. Der chilenische Journalistenverband ruft seine Mitglieder eilig zum Protest. Doch es kommt nur ein versprengter Haufen. Wir Journalisten und Pressemitarbeiter verlangen die sofortige Freilassung von Juan Pablo Cárdenas und das Ende der Journalistenjagd. Pressefreiheit für die ganze Nation. Auf einem der Plakate steht: Señor Pinochet, je häufiger du uns einsperrst, umso freier werden wir sein. Justicia, justicia, queremos justicia, justicia, justicia. Während die Journalisten noch in den Straßen von Santiago demonstrieren, teilt die Marine in Valparaíso mit, dass Cárdenas in ihrem Gefängnis sitzt. Auch wir wollen nun wissen, wie der Fall weitergeht und welche Erklärung die Justiz für die Entführung gibt. Im Gefängnis der Hafenstadt Valparaíso sitzen viele politische Häftlinge. Dort hat sich schon eine Art Gefängnistelefon bewährt. Von Cárdenas weiß freilich keiner etwas. Immer wieder kommen Gefangenentransporte, neue oder auch nur vor Gericht geführte Häftlinge. Nach Pinochets Strafrecht kann ein Verhafteter bis zu 5 Tagen von der Außenwelt abgeschottet bleiben, ohne Anwaltsbeistand, ohne Verwandtenbesuch. Bei politischen Häftlingen verlängert der Geheimdienst diese Frist oft willkürlich auf 10, 15, 20 Tage. Während der Verhöre wird mitunter schwer gefoltert. Wer danach im regulären Gefängnis landet, hat das Schlimmste überstanden. Patricia Cárdenas fährt jeden Morgen mit dem Rechtsanwalt nach Valparaíso. Das neue Heft der Zeitschrift bringt die Geschichte der Entführung. Meist sind die Kinder dabei. Sie haben Angst um ihren Vater. Ich mache das nun schon seit Jahren mit. Die Verhaftungen unserer Männer stürzt uns und die Kinder in immer neue Ungewissheit. Unser Leben ist ohne diese ständige Angst schon nicht mehr denkbar. Juan Pablo hat mir von Anfang an nichts vorgemacht. An seinem Kampf für Gerechtigkeit und Pressefreiheit ist nicht zu rütteln. Er war stets entschlossen, dafür ins Gefängnis zu gehen. Und ich versuche, ihm soweit ich nur kann, zu helfen und ihn zu unterstützen. Denn ich weiß, wie wichtig das für Chile ist. Auch am 5. Tag sind die Kinder dabei. Ein Marinerichter hat inzwischen den Grund der Festnahme genannt. Ein Artikel des Redakteurs Ivan Padilla über den Kauf von Militärhubschraubern. Am Nachmittag endlich ein Hoffnungszeichen. Cárdenas wird zur Haftprüfung gebracht. Das Marinegericht muss seinem Einwand stattgeben. Als der besagte Artikel erschien, war Cárdenas krank. Fernando Paulsen vertrat ihn. Über die Entführung bei Nacht und Nebel verliert der Richter kein Wort. Selbstverständlich in Chile. Noch einmal schließen sich die Gefängnistore. Doch in den späten Abendstunden ist es soweit. Ich bin glücklich über meine Freilassung. Als sie mich entführten, glaubte ich schon, dass sie mich wie José Carrasco ermorden würden.
Dass wir Journalisten hier in Chile dauernd verfolgt und eingesperrt werden, dass wir uns nach dem Staatssicherheitsgesetz vor Militärgerichten und nicht vor Zivilrichtern verantworten müssen, ist und bleibt ein Skandal. Mir ist erst nach 5 Tagen Gerechtigkeit widerfahren. Doch ich bedauere zutiefst, dass nun an meiner Stelle 2 Kollegen aus der Redaktion, Paulsen und Padilla, ins Gefängnis müssen. Nicht nur für die Familie, auch für die Kollegen war die Entführung von Juan Pablo Cárdenas ein Schock. Sie beschließen, ihn künftig bis ans Gefängnistor zu begleiten. An einem dieser Abende geht auch der Schriftsteller Arthur Miller mit Cárdenas zum Gefängnis. Derselbe Miller, der einmal schrieb: Unsere Zeit hat den Sinn für die Tragödie verloren. Die Frage, wieso gerade ich, ist angesichts der vielen Grausamkeiten unseres Jahrhunderts absurd. Cárdenas Schicksal gleicht dem Schicksal Chiles. In diesen Tagen, die über das Ende oder den Fortbestand der Diktatur entscheiden, steht dieser Mann wie sein Land an der Schwelle zur Freiheit. Nur Pinochet persönlich kann Juan Pablo Cárdenas begnadigen, ihm den Rest seiner Strafe erlassen. Doch auch bei diesem Satz kann man getrost anstelle von Cárdenas das Wort Chile setzen. Y no una concesión.